Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge von Steam Demo Samstag. Diesmal dreht es sich um die Demo von Magic Maker. Wenn wir continue, weil ich das schon einmal aufgenommen habe, das ist aber fehlschlug aus komischen Gründen. Ich habe keine Ahnung warum. Deswegen hier der zweite Versuch. Der erste Versuch ist aber auch schon eine Woche her. Nummer 2. Und get a job, Hippie. Ja, wir sind hier. Dieser kleine arbeitslose Magier. Wir können auch hüpfen. Falscher Weg. Dein Adventure ist dort lang. Ja. Das hier ist mit der Maus. Und den müssen wir mit A und D bewegen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Naja, sie möchte gerne wieder Geld haben, um ihre Kinder Nahrung zu kaufen. Okay, welcome to the Wizard King Temp Agency. Also, wir sind eine Magier-Zeitagentur, Zeitarbeitsagentur. Ja, die wollen unbedingt die Magier in Arbeit behalten. Okay. Jetzt wird unsere Zukunft bestimmt. Und wir kriegen ja. Yay, wir werden Sicherheitsmann. Und wir sollen zu einer lokalen Schule als Sicherheitsmann arbeiten. Okay. Im Sicherheitsdienst. Erstmal hier ein Training. Dann öffnen wir E. Jetzt können wir hier den Wand abschießen. Na, hier können wir Dings craften. Zum Beispiel. Mit Material, das wir hier haben. Das hat noch verschiedene Schwierigkeitsgradstufen, also das ist alles ziemlich ausgeklügelt. Ihr seht, wir schießen jetzt hier einen anderen Schuss. Und jetzt können wir auch Zauber benutzen. Also wir haben einmal den Wand, also den Zauberstab, einmal können wir Zauber sprechen. Bei Zauber hier unten Mana verbrauchen. Sieht man hier. Das lädt sich aber wieder auf. Okay. Okay. Hier können wir jetzt unseren Zauberspruch verbessern. Können wir nicht mal reinmachen, weil das ist schon. Okay. Können wir jetzt Feuer legen, wie man hier sieht. Es überkriegen. Okay. Aha. Wenn man Space länger drückt, dann man höher. Auch schön. Ja, jetzt haben wir also unsere Healthbar. Und wenn wir 0 erreichen, explodieren wir. Sehr schön. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu leise gemacht. Auch in der Robe können wir einiges einfüllen. Das hier. Finish. Und dann die passiven Effekte, so wie hier ein Schutzschild. Lass mal das jetzt mal aufladen. Ist das voll aufgeladen? Ich habe keine Ahnung, man sieht leider keine Anzeige dafür.
Hey, jetzt haben wir eine Karte. Ups, ich schieße da an. Bin ganz vergessen. Wir haben einen Gem. Also ein so ein Edelsteinchen. Ich gucke darüber. Und runter. So. Können wir hier rüber. Einen runter und hoch. So. Einer fehlt noch. Da ist er. Nein. Oh. Okay, der ist tot. Und jetzt können wir rein hier. Das Portal. Und erreichen das Bonuslevel, da wir alle Dinge gesammelt haben. Bzw. man kommt hier immer hin. Aber die Edelsteine schalten natürlich dann die Truhen frei. So, jetzt können wir hier noch den Spell ein bisschen bearbeiten. Oh, das mal rein. Ich habe keine Ahnung, was das alles wirklich bringt, aber das bringt, glaube ich, Explosion. In dem Mond können wir auch noch was reinmachen. Also Level F von dem. Dann brauchen wir Explosionen rein und die magische Robe. Ja. Können wir es auch doppelt reinmachen, bestimmt. 5. Ah, damit erhöhen wir den Dings. Okay. Dann bleibt das größer. So. Mehr Schutz ist immer gut. Und hier sieht man, wir setzen jetzt automatisch auf Feinde in Brand. Und wir machen ordentlich Schaden. Sehr schön. Und wir setzen alles in Brand, wo wir langlaufen. Das ist ja super. Okay. Wir haben das Examen bestanden. Und sind jetzt in der Forest Zone. Fertig. Haben wir gerade bearbeitet. So, ich hoffe, das funktioniert doch alles hier. Jetzt in der ersten Gebiet. Mit Feinden. Sammeln. Man sieht so ein bisschen schlecht durch. Manchmal. Oh. Na, lass dich treffen. Oh, wir werden hier beschossen schon wieder. Oh, der prallt sogar ab. Sehr schön. Ach nee, so war das. Eieieiei. Schaffst du es bis da oben? Nein. Aber jetzt. Puh.
warten, aber ich glaube, ich sollte mal warten, bis mein Schild sich wieder ein bisschen auflädt hier. Da oben haben wir eine ganz schöne Karte. Aber Leben haben wir 100, das ist schon mal nicht schlecht. Ah, wir können hier sogar die Steine durchschicken. Das wusste ich noch nicht. Das wird sich kein... Alter, trefft ihr nicht. Warum bist du denn da jetzt runtergefallen? Bewegt. Hab ich gemerkt. So. Hallo? Jetzt hier mal töten. Also das Treffen finde ich noch ziemlich... Also finde ich ziemlich schwer, aber ich denke mal, das ist auch nur Gewohnheitssache. Aua. Das tut weh. Hallo? Danke. Sehr schön. Ah, dieser Prall mag ich. Ah. Aber mein Schild ist voll aufgeladen, sehr gut. Und wir haben wieder ein bisschen Leben gekriegt, sehr schön. So war das. Ah, die kann ich ertrinken. Sehr schön. Da kann ich jetzt nicht durchschießen. Ne? So, hier haben wir eine Truhe. Machen wir doch mal auf. Feinden? Da oben. Stirb einfach. Ja auch. Ups. Dann muss ich jetzt dahin kommen. Da. Ja, das Abprall mag ich echt. Ah, da kommt der nächste Gegner dann. Das, daran kann ich mich noch erinnern. Deswegen warte ich lieber, bis das Schild sich mal ein bisschen aufgeladen hat. Das ist noch schade, dass man das nirgendwo sieht. Wir können ja auch mal so lang runter. Sehr schön. Ah, ich mag das. Und da ist jemand. Hallo. Oh, come on. Zaubersprüche sprechen ist nicht so schwer. Achso, er bastelt da gerade rum und jetzt... Ah, wer bist du? Ich bin Asael. Nett, dich zu treffen. Oh, verdammt, ich hätte das nicht sagen sollen. Achso, jetzt sollen mich deine Goblins halt töten. So. Versuchen sie schon die ganze Zeit, mich zu töten.
Letzter Unterschied. Nein, ich trenne trotzdem mein Schild. Bitte. Sterbt. Sehr schön. Du auch. Bitte. So. Ey. Lass dich doch treffen. Gut. Aha. Hier noch ein Goblin. Da ist eine Gem noch. Stirb einfach. So, laut Karte ist da unten noch ein Gem, genau. Und der. Aua! Oh, gleich zwei. Und den haben wir auch noch. Jetzt haben wir alle. Das heißt, wir können uns jetzt getrost aufmachen zum Bosskampf. Eieieiei. Jetzt mal wieder da hochkommen. Ups. Nehmen wir hier den großen. Woanders. Ach, da. Irgendwo. Da. Ich herumfliegen. Bosskampf. Ich kann nichts machen. Ah, jetzt. Aber wir machen ordentlich schon. Wobei er uns auch ordentlich schon macht, sozusagen. Ah, da hat er noch einen. Ärmchen. Jetzt ist er uns auch zu gefährlich. Haha. Na, den haben wir doch relativ gut geschafft. Material mit und dann gibt's doch nicht. Blöde Elfe. Da. Ruhe hier. Tschüss. Go. Ja, so läuft das Spiel dann immer ab. Dann kommt dann so ein Zeug hier ein. Socks of Jumping, okay. Jetzt können wir noch mehr springen. Gehen wir Q drücken. Ah. Okay. Können wir doch da hochkommen. Oder ist das nicht dafür gedacht? Na, wohl nicht. Tschüss. Und wir sind wieder in der Akademie. Mission complete. Warte, irgendwer namens Azrael ist. Bringt den Goblins Magie bei. Ich glaube, ich habe Azrael letzte Woche gefeuert. Er hat sich immer beschwert, dass man den Monster nichts beibringen darf. Ja. Warum wohl?
Hey, du hast überlebt. Gratulation oder wie auch immer. Ja, danke. Ach ja, jetzt stellt uns die anderen vor. Der Kostümer macht die Kostüme. Also das Aussehen. Der Alchemist kümmert sich um die Zaubersprüche. Der Artist kümmert sich darum, wie die Sprüche aussehen, okay. Und wir haben nur 3 Missionen zur Verfügung in der Demo. Wir können hier gleich rein, wir kümmern uns ja gar nicht darum. Außer ihr wolltet das sehen. Tja. Wir machen mal das hier. Ich lege uns gar nicht durch, dieses ganze englische Kram. Das könnt ihr ja machen, wenn ihr euch das Spiel holen wollt. Ich will nur zeigen, wie es aussieht. Und hier die ganze Story verraten. Oh, ein anderer Wizard. Das Feuer verwirrt mich immer noch ein bisschen, wenn ich Feuer lege. Sehr gut. Bist du da oben schon? Nein. Aber jetzt. Mach das. Mann, ich hab mir den Muster hier gesucht. Ah nein, jetzt kommen hier diese Bienendinger. Da kann man so Bienen raus und machen einen Schaden. Okay. Was auch immer das ist. Wollte ich nicht. Ach, okay. Können wir davon gehen. Naja, fall schon runter. Wird eh passieren. Nein! Heilige Scheiße da. Mist. Shit hat sich abgelöst. Ups. So. Bienen. Bienen. Fuck. Hasse Bienen. Okay, da ist der Bosskampf. Gehen wir mal runter. Nein! Was zum... Boah. Puh. Nicht gut aus mit unserer Gesundheit hier. Alter, denkst du, ich treffe den da? Jetzt reicht's aber langsam. Aua!
Meine Fresse. Weg von Wien. Nur noch 50%. Ich glaube, das werden wir nicht schaffen. Jetzt haben wir wieder 100, das ist besser. Na gut, auch in den Todeskampf. Aua. 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 Wo bin ich überhaupt? Meine Fresse. Doch noch geschafft. Puh. 40 Leben noch überlebt. Sehr schön. Aha, wir können jetzt irgendwas unlocken. Collect loot for you. Ah ja, und gibt noch Ratschläge. Schlechte Ratschläge, aber immerhin Ratschläge. Ist mir eine Meinung. Schöne Beschreibung, echt. Aha, Schwert. Nehmen wir das hier. Tschüss. Mission complete. Ah, neue Materialien. Also das ist schon... Ihr seht, man kann einiges machen dann. Gucken wir uns jetzt doch nochmal hier an. Ein paar sind Brandstecken. So. Das war's. Man kann dann die Sachen auswählen und dann... Okay. Na, wer weiß. Nee. Ihr könnt noch die magische Grube verändern mit anderen Sachen. Fallen wir langsamer. Wer will das? Cast the Beam of Light. Na, das will ich ja mal sehen.
nachdenken. Wahrscheinlich gut im Dunkeln dann. Dass man dann Licht bekommt. Naja, egal. Stecken wir eben nochmal die Bude in Brand. Was ist das hier? Nix. Okay. Ich denke mal, ihr habt einen ersten Eindruck bekommen, wie das hier aussieht. Hier können wir noch den Spell verändern und so. Wir können ja mal das hier reinmachen, dann seht ihr mal keinen Unterschied. Finish. Beziehungsweise. Ja, jetzt sieht es anders aus. Hier. Wow. Mega. Und so könnt ihr euch Dutzende eigene Zauber und Zaubersprüche machen. Ist schon echt nicht übel. Kann man gut gebrauchen. Und ich finde, es macht auch sehr viel Spaß. Also, wenn euch sowas interessiert, ich würde es empfehlen. Und wir sehen uns dann im nächsten Steam-Demo-Samstag wieder. Bis dann. Tschüss.